Danke. Willkommen in Lichtenberg, ja, Bezirkshauptmann. Freut mich. Und natürlich auch eingeladen. Na schön. Tut mir leid, dass ich ein bisschen spät dran bin, aber verspätet, die kleine Zeitung hat mich da so. Keine Zeitung, es sind immer die Medien. Also ich sage Dankeschön für die Einladung. Ich war natürlich schon da. Bin in der Gegend sowieso besonders oft. Das ist eine meiner Lieblingsgegenden in Österreich. Ja. Wie ihr wisst. Ich komme gerne in die Steiermark, weil ich viele Steirer sehr gut kenne und weil ich schon sehr lange und vor allem wahnsinnig gerne nach Schladming in den Ramsau fahre. Also ja, ich mache einfach die Steirer gerne und würde ich einen Zweitwohnsitz haben, dann sicher in der Ramsau. Ich habe zu mir am Ende ein gutes Verhältnis, deshalb werden wir uns da nicht einig sein. Beziehungsweise mittlerweile habe ich den Eindruck, ist das auch geordnet, dass wir da in einer Arbeitsgruppe ausfindig machen, welche Position soll die SPÖ vertreten zu gerechten Steuern. Ich habe mit ihm auch mehrere Gespräche gehabt, die waren in Ordnung. Ich mache das eigentlich einmal in der Woche. Also wenn nicht eine ganz dramatische Woche ist, mache ich das regelmäßig, seit ich Bundeskanzler bin. Der Grund ist, dass ich davon erstens einmal davon überzeugt bin, dass man nicht nur vor einer Wahl durchs Land fährt, sondern das ganze Jahr. Der Bundeskanzler wird in etwa 10 Minuten hier eintreffen. Das hat aber gemütlich. Schön, dass du da herkommst. Ja, gern. Die Obersteiermark. Gern. Da so viel politischen Aufwand, den sie in Wien betreiben müssen. Es ist wahr, das ist wahr. Aber da ist es besonders schön. Ich mag die Gegend gern. Ich bin oft da. Es ist wunderbar da. Die Leute, da erinnern sich auch wunderbar. Eben. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin wirklich gerne da. Ich fahre wahnsinnig gerne in die Steiermark. Ich bin ja auch privat sehr viel in der Steiermark. Ich liebe die Steiermark. Und ich bin deshalb auch dankbar, weil ich sehe, dass selbst bei so einem Wetter Sie gekommen sind. Und danke dafür. Das ist wirklich ein ganz liebevoller Empfang. Vor allem Dankeschön, sage ich, für diesen herzlichen Empfang. Ich bedanke mich noch einmal für den freundlichen Empfang, für die Treue, dass Sie gekommen sind. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sicher bei einem besseren Wetter, weil ich komme wieder. Alles Liebe und alles Gute. Also ich bin noch da, ich bleibe auch noch da, aber ich sage vorläufig noch einmal Dankeschön und ich komme sicher oft wieder. Ich bin manches Mal auch in den Bergen unterwegs, aber natürlich genauso gern bei Ihnen und wir sehen uns sicher wieder nochmal. Dankeschön und alles Liebe. Ja, so. So schauen die aus. Genau, die sind.